Um Gottes Willen. Ein gestandener Niederbayer aus, was, Rott, oder? Landkreis ist Rottalind, genau. Ein gestandener Niederbayer. Also wie gesagt, ich habe schon mehrere Landesvorsitzende verschlissen. Ich bin ja Rekordlandesvorstandsmitglied. Bisher hat noch keiner von denen überlebt. Aber ich fürchte, Stefan Brotschka überlebt. Der wird wiedergewählt. Ich habe nichts dagegen. Ja. Du kannst noch ein bisschen was über dich selbst erzählen. Unser Landesvorsitzender, Mitglied des Bundestages, Stefan Brotschka. Und Obacht geben, der spricht Niederbayerisch. Wenn Bedarf ist, werde ich übersetzen. Dankeschön. Servus, Servus, Christa, ich habe die Ehre. Ja, also ich gebe mir Mühe, dass ihr mich versteht. Gell? Ich bin ja da im Ausland. Meine Heimat beginnt erst da drüben. Also, ja, aber ich fühle mich ganz wohl, muss ich sagen, ich fühle mich ganz wohl. Und warum fühle ich mich immer wohl? Weil in Thüringen ist das irgendwie so, da fühlt man sich so heimisch. Ich war mit meinen Kindern im Wahlkampf in Sachsen und in Thüringen und meine Kinder haben gesagt, wenn es mir ganz schlimm kommt, dann wandert man da hier aus, weil da haben die Leute alle noch einen Verstand, im Gegensatz zu Bayern. Da hat mich der Erste schon nicht verstanden. Ich muss etwas vorsichtiger reden. Aber wir haben heute den 17. Juni und vor 70 Jahren, vielleicht ist noch der ein oder andere Zeitzeuge unter Ihnen und unter euch, unter uns. Ihr seid auf die Straße gegangen zu Millionen. Und warum seid ihr auf die Straße gegangen? Naja, manche sagen bessere Arbeitsverhältnisse. Naja, nein, ihr wolltet die Freiheit haben. Ihr wolltet Reisefreiheit haben, ihr wolltet Meinungsfreiheit haben, meine Damen und Herren. Und wer sich die letzten Tage am Bundestag angeguckt hat und hat meinen Kollegen angeguckt und hat gesagt, Kai Überziegler, wenn es der ein oder andere noch nicht gesagt hat, einfach googeln. Wie er gesagt hat, die heutige Regierung würde solche Demonstrationszüge auch bekämpfen. Er hat recht, meine Damen und Herren. Und warum hat er recht? Guckt euch die Demos an, als sie uns die Grundrechte eingeschränkt haben im November in Berlin, wie sie mit Wasserwerfer aufs eigene Volk losgegangen sind, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grund muss ich klipp und klar sagen, ja, wir müssen wieder für unsere Freiheit kämpfen. Wir müssen wieder für unsere Demokratie kämpfen und wir müssen auch wieder für unsere Zukunft kämpfen, meine Damen und Herren. Ja, leider auch für die Zukunft, die da drüben die 100 Stühle aufgestellt hat oder was weiß ich. Aber die Leute haben noch nicht einen Handstrich gearbeitet. Lass dir mal das erste Mal einen Lohnzettel bekommen, dass sie wissen, dass da unten viel weniger steht, als oben steht, meine Damen und Herren. Und wenn die dann mal verstanden haben, dass das Geld, was abgezogen wird, nicht für die eigenen Leute verwendet wird, sondern ins Ausland verschifft wird. Wir geben China 600 Millionen Euro Entwicklungshilfe. China würde uns wirtschaftlich in die Hosentasche schieben, meine Damen und Herren. Die brauchen keine Entwicklungshilfe von uns. Wir brauchen Entwicklungshilfe von Ihnen, meine Damen und Herren. Das muss einmal an jeden gesagt werden. Wir schicken 17 Milliarden Euro jährlich nach Afrika. Ja, glauben Sie, dass da ein Euro bei irgendeinem hungernden Kind ankommt? Nee. Glauben Sie, dass da ein Euro irgendwo verwendet wird, dass Brunnen gebaut werden oder so? Nee. Das bekommen alles irgendwelche NGOs und 80% schieben sich die ganzen Oligarchen ein. Aber wir in Deutschland haben Rentner, meine Damen und Herren, die Pfandflaschen sammeln müssen. Und das kann es nicht sein, meine Damen und Herren, in einem der reichsten Länder der Welt. Unser Geld für unsere Leute, meine Damen und Herren. Wir haben Kinder, die können sich nicht einmal am Tag eine warme Mahlzeit leisten. Ja, dann heißt es immer, Kinder sind nicht arm, es sind die Eltern. Ja, es sind die Eltern. Aber warum sind sie es? Weil wir ja lieber die Fachkräfte, die letzten Jahre gekommen sind, fördern. Ich habe das jetzt irgendwo gesehen, in NRW wird jetzt ein 4-Sterne-Hotel angemietet für die Fachkräfte, die aus Syrien, Afghanistan, Eritrea
Und wo soll sie was einwandern? Da kostet über 1600 Euro im Monat nur die Übernachtung. Dann bekommen sie täglich für 16 Euro Essen. Ein deutschen Bürgergeldempfänger, der 50 oder 55 Jahre alt ist, der 30 Jahre ins System einbezahlt hat, der bekommt 6,15 Euro, meine Damen und Herren. Das ist eine bodenlose Frechheit in dem Land. Das darf es nicht geben. Die Leute, meine Mutter, Gott hab sie selig, die hat bis zu ihrem 69. Jahr gearbeitet. Die stand früh auf, sekundentot umgefallen. Sie stand auf, als sie in die Arbeit fahren wollte. Die hat 613 Euro Rente bekommen. Die hat Kinder großgezogen. Die hat ihr Leben lang gearbeitet. Die Leute lässt man den Stich. Meine Großmutter, die hat das Ganze noch in D-Mark ausbezahlt bekommen. Die hat immer hart gearbeitet. Die hat mehrere Kinder großgezogen. Die Leute lässt man den Stich. Nein, wir schicken lieber Waffen in die Ukraine. Wir schicken lieber Geld in die Ukraine. Wir schicken lieber vermutlich bald Soldaten in die Ukraine. Das darf nicht sein. Es dürfen keine deutschen Panzer Richtung Osten fahren, meine Damen und Herren. Die Ukraine ist weder in der EU noch in der NATO oder in sonst irgendwelchen Verteidigungsbündnissen, meine Damen und Herren. Dieser Krieg geht uns nichts an. Punkt. Das Einzige, was Deutschland tun sollte, ist dafür zu sorgen, dass es zu Friedensverhandlungen kommt, meine Damen und Herren. Übrigens, den Satz, den ich gerade gesagt habe, dieser Krieg geht uns nichts an, der hat auf TikTok einen Aufruf von 180.000 Stück gehabt. Dann wurde das Video gesperrt, weil das nicht den Standards von TikTok entsprechen würde, die Wahrheit zu sagen. So weit sind wir jetzt, weil es wird immer geheißen, es gibt keine Zensur in Deutschland. Natürlich gibt es eine Zensur in Deutschland, weil würde es keine Zensur geben, wäre die AfD viel öfters im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen, meine Damen und Herren. Und dann würden wir bei 30% stehen, meine Damen und Herren. Wir sind die einzigen Menschen mit normalem Menschenverstand. Ja, es ist doch so. Ich habe kein Problem damit, irgendjemandem zu helfen, wenn ich keine Altersarmut mehr habe, wenn kein einziger Rentner mehr Pfandflaschen sammeln muss, wenn Kinder jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen, wenn ich keine kaputten Brücken mehr habe, wenn ich keine kaputten Schulen mehr habe, wenn ich keine kaputten Straßen mehr habe, wenn ich eine funktionierende Infrastruktur habe, wenn ich keine fehlenden Pflegekräfte mehr habe, dann, erst dann kann ich irgendjemandem helfen und vorher müssen wir uns selbst helfen, meine Damen und Herren. Kein anderes Land auf der Welt ist so dumm und hilft zuerst die anderen und dann sich selbst. Und es steht ja schon in der Bibel drin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wer ist denn dein Nächster? Mein Nächster ist meine Frau und meine Kinder. Dann kommen mein Vater, meine Mutter ist leider schon verstorben, dann kommt mein Vater, meine Geschwister, Onkel, Tanten, Freunde, lang nichts, Bekannte und dann ist Ende. Und für die bin ich, bitte? Die gehören zu Bekannten. Und einige gehören zur blauen Familie, also zur Familie. Du gehörst zu Bekannten. Tut mir leid, aber vielleicht gehörst du danach zur Familie. Also es kommt darauf an, wie viel Bier du zahlst, dann gehörst du zur Familie. Nein, aber so funktioniert es doch. Und ich bin Politiker, der im Deutschen Bundestag sitzt. Ich komme aus Niederbayern. Für mich zählt als erstes Niederbayern, dann Bayern und dann Deutschland. Und dann lang nichts mehr und dann kommt erst Europa. Fertig und da ist Ende, meine Damen und Herren. Und das muss wieder in Deutsche oder in die Köpfe der deutschen Politiker kommen. Es kann doch nicht sein, dass sich immer der heiligen Kuh EU hinterherlaufe, also vor allem die aktuelle Ampelregierung läuft ja nur der EU hinterher. Dann sagt die EU ein einziges Mal was Vernünftiges.
dass die Kernkraftwerke weiterlaufen sollen, dann war die EU wieder schlecht. Aber dann fahren wir noch in die Ukraine, also unser Minister Habeck, jeder kennt ihn, dann fährt er in die Ukraine, was sagt er? Ja, die Atomkraftwerke laufen jetzt nun halt mal schon mal, die laufen ja sicher, also können sie ja ruhig weiterlaufen. Wir haben den ISA 2, wo ich herkomme, das sicherste Kernkraftwerk weltweit gehabt, das schalten wir ab, meine Damen und Herren, und für das bauen wir irgendwelche beschissenen Windräder und fällen unsere Bäume dafür, meine Damen und Herren. Das darf es in diesem Land nicht geben, meine Damen und Herren. Dann ist ein Herr Habeck, wer es gestern gesehen hat im Deutschen Bundestag, wir hatten früh von 9 bis 10 Uhr eine Veranstaltung zum Thema 17. Juni, also zum heutigen Tag. War wirklich eine gute Veranstaltung mit Reden von Zeitzeugen, bla bla bla. Und am Schluss wird die deutsche Nationalhymne gesungen. Also eine Frau Baerbock und ein Herr Cem Özdemir hat es zumindest zusammengebracht, die Lippen zu bewegen. Ein Herr Habeck hat nicht einmal die Lippen bewegt. Ich bin ja froh, dass er zumindest aufgestanden ist bei der deutschen Nationalhymne. Aber der hat nicht mitgesungen. Und sowas will unser Wirtschaftsminister sein, meine Damen und Herren. Der kann das Land verlassen, wenn es ihm hier nicht gefällt, meine Damen und Herren. Von mir aus gerne nach Afghanistan, wenn es ihm dann so gefällt. Weil dann können wir einen ganzen Flieger voll machen, dann rentiert das ja wenigstens, meine Damen und Herren. Da hätte ich jetzt auch gern. Und wenn ich dann eine Frau Baerbock sehe, sowas ist Außenministerin. Also leider hat ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht berichtet, dass der Herr Lindner von China ausgeladen wurde, weil vorher schon Frau Baerbock anwesend war und danach haben sie die Schnauzen voll gehabt von Deutschland, meine Damen und Herren. Nein, das ist nicht zum Lachen, das ist die Wahrheit. Aber das hören Sie heute in Ihren GZ-finanzierten Rundfunk nicht, meine Damen und Herren, weil Deutschland ist so dumm. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die ihr Propaganda selbst bezahlt. Sie bezahlen jedes Monat ihr Propaganda selbst. So dumm wart ihr ja nicht einmal zu DDR-Zeiten. Schon, na gut. Aber nein, ehrlich, welches Land gibt es, wo ich meine Propaganda selbst bezahle? Und wenn ich dann mit Leuten spreche, die Montagsdemos waren ja hervorragend, da ist man mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Jetzt habe ich ein Problem, ich bin recht bekannt bei uns. Und dann sagen die Leute immer wieder, naja, das mit Corona ist alles gelogen, was da in der Presse steht, das ist scheiße. Aber AfD kann man ja auch nicht wählen, weil ihr seid rechts. Ich sage, ja, rechts bin ich schon, das gebe ich zu, aber warum kann man kein Recht? Ja, ihr seid ja radikal und Faschisten und keine Ahnung, was wir alles sind. Sage, wie viele Politiker kennst du von der AfD? Ja, dich. Sage, bin ich das, was du gesagt hast? Nein, du nicht, aber andere. Dann sage ich, wenn du keinen kennst, wie kannst du das sagen? Ja, es steht in der Zeitung. Vor 2 Minuten sagt er zu mir, alles, was über Corona in der Zeitung steht, ist gelogen. Aber wenn was über die AfD drin steht, dann stimmt's. Der Westdeutsche ist einfach dumm. Entschuldigung, es ist so. Ja, da dürfen auch die Westdeutschen klatschen. Der wurde so erzogen. Nicht damit böse gemeint. Der wurde so erzogen, dass er einfach um 20 Uhr ARD Tagesthemen oder Tagesschau, ich weiß gar nicht mehr, was es heißt, weil ich es nicht mehr gucke, den Krampf, einschaltet und alles glaubt, was da drin steht. Und warum haben sie das so gemacht? Das ist ja erst seit den 1990er Jahren so. Da hat es ja die SPD, vielleicht kennt es der eine oder andere noch, hat man mehr SPD-Regierung, die haben sie dann hingestellt und haben gesagt, wir haben 40.000 neue Jobs geschafft. Damals habe ich noch gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, 3 davon habe ich. Ja, viele müssen heute 2, 3 Jobs machen, dass sie überleben können. Und dann hast du eben nicht mehr Zeit, als wie, dass du dich abends hinsetzt, ein Weißbier genießt und Tagesschau anguckst oder am ZDF heute anguckst. Und die Leute glauben nicht, was da drin sagen. Die Leute haben nicht die Zeit, sich zu informieren. Oder die wollen sich gar nicht informieren. Vielleicht wollen sie es ja gar nicht wahrhaben, was sie belogen und beschissen werden jeden Tag. Und sie werden jeden Tag belogen und beschissen, meine Damen und Herren.
Die größte Lüge und der größte Beschiss war letztes Wochenende in Erding. Da stehen, ja, es ist so, da stehen 13.000 Leute oben, um wer kommt. Hagen von der FDP und schimpft aufs Heizgesetz, wo sie in Berlin abgestimmt haben. Wer spricht noch? Söder, der schimpft über das Heizgesetz. Der sollte mal seine von der Leyen fragen im EU-Parlament, was die machen. Die machen nur noch viel schlimmeres Heizgesetz als wir unsere Grünen hier in Deutschland, meine Damen und Herren. Die belügen die Leute nach Strich und Faden. Und ein Aiwanger, wenn ich sehe, der führt sich auf wie Alpha-Männchen. Und wenn der Söder was sagt, dann ist er Teppich, dann ist er der Bettvorleger, dann ist er Teppich, meine Damen und Herren. Sonst gar nichts. Aber die Zeiten werden sich ändern, meine Damen und Herren. Nächsten Sonntag stellen wir den ersten AfD-Landrat deutschlandweit. Ja. Und dann kommt einer nach dem anderen und wir holen uns unser Land wieder zurück, meine Damen und Herren. Wir vollenden die Wende, meine Damen und Herren. Dankeschön fürs Aufpassen. Ich glaube, ich habe zu lange geredet, weil der Georg steht schon da. Darf nicht so lange reden. Dankeschön fürs Aufpassen. War mir eine Ehre. Und wenn ich schon in Thüringen bin, dann genieße ich jetzt noch Thüringer Bratwurst. Und dann fahre ich wieder auf Berlin, weil nächste Woche muss ich unser Land wieder vertreten. Und ich hoffe, wir vertreten es alle vernünftig in Berlin. Und wir kämpfen alle für euch. Dankeschön, meine Damen und Herren. Und habt ihr ihn verstanden? Er hat sich auch viel Mühe gegeben. Und weil er sich so viel Mühe gegeben hat, bekommst du jetzt ein Bier. Das heißt, glaube ich, Anna Maria Magdalena oder weiß der Teufel. Von unserer Kommunbräu. Das sind unsere Parteifreunde der AfD in Selb, im Stimmkreis Kulmbach-Wunsiedel, wo ich Kandidat bin. Wir haben unser eigenes Bier.